Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße Regen. Ja, begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein Flop-Video. Ich habe allerhand aussortiert und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, welche Produkte meine Sammlung verlassen dürfen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Etwas, was alles andere als Flop ist, ich aber trotzdem in diesem Video nochmal erwähnen wollte. Ich habe ein neues Buch herausgebracht, das ist Hallo Mr. Bauri. Wenn ihr möchtet, könnt ihr super, super gerne in der Infobox vorbeischauen. Ich habe euch das soweit verlinkt. Das gibt es jetzt zum Vorbestellen oder wahrscheinlich schon zum Bestellen im Pelletier Verlag, genauso wie mein Buch Sammy endlich ankommt. Dann starte ich einfach mal mit den Produkten, wo ich mir was zu aufgeschrieben habe. Einen Großteil habe ich einfach in diese Box hier reingeschmissen, relativ wahllos. Der Clarins Augenbrauenstift ist leider eine schmierige Angelegenheit. Den habe ich aber wirklich intensiv verwendet. Habe ich in der Farbe 03 Soft Blond. Der wurde mir auch irgendwann sogar ein bisschen zu dunkel, wenn ich ehrlich sein darf. Und ja, also ich habe den jetzt aussortiert, weil der einfach für meine Zwecke nicht so geeignet ist. Ich brauche halt Augenbrauenstifte, die relativ zart sind. Ne? Also ich möchte schon relativ natürlich haben, weil ich habe halt nicht so super viele Augenbrauen und das, was ich mir dann aufzeichne, sollte halt irgendwie halbwegs brauchbar aussehen. Und ja, deswegen ist der jetzt einfach mal Ciao Kakao weg. Das Physicians Formula Puder enthält leider zu viel Schimmer. Rosé All Day Sit and Glow ist das. Und das ist natürlich ein Luminous Light Produkt, steht hier hinten ja auch drauf. Also es soll ja auch ein Illuminating Powder sein. Es ist halt eher so eine Vorstufe zum Highlighter, aber es ist auch nicht jetzt irgendwie wie das Hourglass Powder, ne, was ich auch da habe. Also eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Es riecht auch nicht irgendwie, als wäre das schlecht. Es riecht halt nach wie vor noch nach Rose, ne? Aber also für mich ist es nichts. Das wird weitergegeben. Dann habe ich die Too Faced. Oh, ich habe so viel von Too Faced und Urban Decay aussortiert, weil ich bin lidschattenpalettentechnisch gerade in meiner Palettensammlung bei Uwe Urban Decay, wenn ich dieses Video drehe. Da habe ich jetzt gerade die She-Hulk-Palette drauf. Kann ich die mal in ihr verlinken, denn da habe ich ein YouTube-Shorts zu abgedreht. Ich versuche das jetzt einfach dieses Jahr komplett, dass ich meine ganze Lidschattenpalettensammlung für euch durchswatche. Und dann kann ich euch entweder, wenn ich gerade über die Palette rede, ne, euch dann einblenden so, hey, guck mal, ich habe übrigens die geswatcht und da ist das Video dazu. Ja, oder man kann sich das halt generell angucken. Ich habe das in einem anderen Video auch schon erklärt. Das Problem ist einfach, dass YouTube möchte, dass wir ganz viele Shorts produzieren, ne? Und deswegen swatche ich jetzt meine Lidschattenpalettensammlung. Und so habt ihr quasi auch meine Palettensammlung einfach mal wieder aktualisiert. Ist auch irgendwie ganz cool. So, hier, die Gingerbread Spice. Das ist so eine kleine. Und ja, das ist einfach farblich nicht mein Schema irgendwie. Da habe ich schön gelb, schön frostig und so Töne mit dabei, ne? Aber ich mag die nicht so gerne verwenden. Ich finde die Looks, die man damit schminkt, einfach nicht so schön. Und wenn ich mir die so angucke, denke ich mir auch so nie. Also ja, ich würde damit so einen Move-Look schminken. Das würde jetzt auch super zu unserem Hashtag ungeschönt für Januar passen. Aber es ist einfach nicht meine Farbwelt und deswegen wird die weitergegeben. So ist das, mit alle hier. Urban Decay Concealer ist mir zu hell und der lässt mich nicht nur alt, sondern auch echt müde aussehen. Und Leute, ich bin sehr oft sehr müde und ich möchte quasi meine Schatten ja überschminken und quasi wegschminken, dass ich halt wacher aussehe. Und das verhindert der irgendwie. Ich habe den auch in der Farbe 10NN. Das ist natürlich super hell. Man sieht es auch, wie hell der ist. Der ist ja fast so hell wie mein Pulli. Ja, aber nee. Also das ist tatsächlich nicht so bombastisch. Ja, ich würde jetzt sagen, der ist auch noch okay, aber es ist immer schwierig, sowas weiterzugeben. Ich frage mal, ob meine Freundin, wobei, wer ist da so hell? Ich guck mal, vielleicht hat eine Freundin von mir Lust, den zu verwenden oder zu Karneval oder so, ne? Das ist halt immer bei diesen Schwämmchen-Applikatoren etwas schwieriger. Dann habe ich den Love Bronzer in Kooperation mit Lou aussortiert. Das ist ein bisschen schade. Der wird nämlich fleckig. Das ist ganz verrückt. Also ich habe ja, es sind ja viele davon, die ja ähnlich sind. Das hier sollte ja auch irgendwie ein Dupe sein zu dem Hatice Schmidt Bronzer von Love. Das finde ich jetzt so langzeittesttechnisch nicht unbedingt. Genauso wie The Original Bronzer. Den gibt es ja auch zu kaufen noch oder gab es. Weiß ich nicht. Love ist ja, die haben ja in den Sack gehauen, die Verrückten.
Auf jeden Fall, die beiden, also The Original und der Hatice Schmidt mit Love Bronzer, werden nicht fleckig, aber dieser hier wird bei mir leider fleckig. Das ist schade, ja. Und das hat eigentlich einen schönen, aschigen Ton, ne? Der ist wirklich toll, ich mag die Farbe, aber ja, wird halt, wie gesagt, bei mir fleckig. Ja. Verpackungstechnisch erinnert mich das übrigens an die neuen Tamtam-Produkte, weil man halt auch dieses Epoxidharz hier hat, ne? Nur mal so am Rande. Finde ich ganz cool. Colourpop Highlighter, den habe ich von Marion bekommen und den finde ich leider zu leicht. Das ist ein schöner Coronation, heißt der übrigens, Press Powder Highlighter, also der heißt wirklich Coronation. Das ist schon ziemlich ulkig, ne? Und ich glaube, der wurde irgendwie vor Corona gemacht. Da steht jetzt kein Jahr für die Kooperation drauf, aber ne? Sau witzig. Okay, genau, an Marion. Also ich habe tatsächlich ja nicht nur die Trashy-Mädels, sondern ich habe ja noch andere Mädels, mit denen ich Trash-Pakete packe und versende und so weiter. Marion gehört da auch zu. Und ich meine sogar, dass ich den auch von ihr ertrashed habe. Der ist mir zu leicht. Den sieht man bei mir halt nicht so schön. Und deswegen darf der weitergehen. Klar, so subtilere Highlighter sind auch mehr so angesagt. Und ne, nicht mehr diese Balken. Aber der ist mir echt zu wenig. Der war mir so zu wenig, sodass ich da halt nochmal eine Schippe draufgelegt habe, als ich den verwendet habe. Also wirklich crazy. Max Factor Foundation, die ist mir zu leicht. Die sehe ich ungefähr gar nicht auf meinem Gesicht. Die Miracle Pure Skin Improving Foundation, Hyaluronic Acid und Vitamin C in der Farbe 40 Ivory. Ich weiß gar nicht, wer davon so geschwärmt hat. Das waren, glaube ich, mehrere Kolleginnen und Kollegen. Also ich habe mir die dann nachgekauft und habe die dann jetzt auch ein paar Mal verwendet. Bin ich nicht so von begeistert, muss ich gestehen. Deswegen muss die jetzt weitergehen. Und das war ein Reim irgendwie, so ein bisschen. Ne? Ja, dann habe ich einen Art Deco Bronzer. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Der kam mir so bekannt vor. Der ist mir auch einfach zu wenig. Das ist dieser Natural Skin Bronzer. Sagt der Name ja schon, ne? Natural Skin. Den habe ich in so einem... habe ich das nicht im Hashtag ungeschönt von Dezember wegen der ganzen Adventskalender-Produkte ausprobieren verwendet? Ich glaube schon, ne? Ist wunderschön mit dieser Blume, also mit der Tulpe da drin, ne? Aber wie gesagt, es ist zu wenig. Zu wenig, zu wenig, zu wenig. Im Asam Highlighter, der ist mir zu gold. Den hatte ich tatsächlich auch in dem Video. Ne, das ist dieser hier aus dem Adventskalender Hollywood Glow Powder in der Farbe Cinnamon Crush oder Crunch? Crunch. Na, guck an. Ja, der ist einfach zu gold, ne? Der ist zu gold. Das sieht bei mir nun mal nicht aus. So viel zu dieser Hautton-Geschichten-Gedönsen. Dann habe ich die BB-Cream von Nivea jetzt aussortiert. Ja, die ist irgendwie... Die war mal geil, aber jetzt ist die nicht mehr geil. Die ist zu gelb und zu streifig bei mir. Ich habe die jetzt 2 Tage lang ausprobiert, ne? Also an 2 Tagen habe ich die gemacht und ich habe sie mir beide Male wieder abgenommen, weil ich die nicht schön fand. Sah ganz merkwürdig aus, hat sich an der Nase gelöst, hat wirklich auch übel ausgesehen und konnte ich auch nicht dann irgendwie mit anderen Produkten retten, sodass ich dann halt meine komplette Base nochmal neu gemacht habe. Und das hat mich echt geärgert, weil eigentlich, als ich die anfangs gekauft und verwendet habe, fand ich die super. Also, weiß ich nicht, ob die einfach nicht mehr gut ist, aber ja gut, 12 Monate haltbar, ne? Da muss ich dann nochmal gucken. Dann haben wir von Urban Decay die Wired Palette. Die ist mir zu schwierig. Weiß ich auch nicht. Also ich habe die damals gekauft, auch in der Phase, wo ich super krass auf diese ganzen Buntlooks gestanden habe. Ich finde sie zum einen schwierig, weil die Farbauswahl halt sehr kabam ist, ne? Also richtig kabam. Die schreit. Die schreit sehr, sehr laut. Und jedes Mal, wenn ich die verwende, habe ich halt einen krassen Stain auf den Augen. Also dann kann ich halt davon ausgehen, dass am nächsten Tag meine Augen komplett rot sind. Also halt überall, wo ich das drauf gemacht habe, ne, ist es dann quasi abgefärbt auf mein Augenlid, aber dann halt quasi einmal rundherum. Das sieht echt übel aus. Und das ist vielleicht etwas, was man verwenden kann, also diese Palette, wenn man halt so wirklich mega krasse Looks, so Instagram-Looks oder keine Ahnung, wenn man das beruflich macht oder so. Also ich meine, ich mache Beauty beruflich. Tatütata. Oh. Das tut mir immer leid, wenn ich einen Krankenwagen höre, ne? Weil irgendwie hat den ja gerufen und vor allem, wenn er mit Blaulicht irgendwo hinfährt und da kommt ganz schön nah gerade, dann geht es ja irgendwie ihm schlecht, ne? Das finde ich immer ganz schlimm. Jo. Und, okay.
Okay, was wollte ich sagen? Genau. Was ich halt gerne geschminkt habe, waren halt so Looks mit diesem Türkis und dem Blau und dem Grün. Das war halt schön, also dass ich mich hier wirklich bei For Face, Body and Eye aufgehalten habe, weil vor den Tönen hatte ich dann doch ein bisschen mehr Angst, weil das halt diese Töne sind, das ist ja auch so abgegrenzt, For Face und Body, also quasi die hinterlassen wirklich krass Stain, ne? Und hier ist es halt ein bisschen softer unterwegs. Trotzdem sind die sehr, sehr pigmentiert, ne? Ja, also schon irgendwie eine coole Palette, aber da greife ich, wenn ich wirklich bunte Looks haben will, lieber zu meiner Twicey-Palette. Die habe ich mir ja mal selber zusammengestellt. Ne? Das war mal in Kooperation gewesen. Aber die ist halt richtig gut pigmentiert. Aber die kriegt, also da habe ich keinen Stain auf den Augen. So, und dann habe ich noch eine Urban Decay-Palette. Das tut mir weh, weil ich die einfach schön finde und weil ich Marvels mag. Also die Marvels. Ne? Das ist nämlich die Marvel-Palette. Ja, aber die ist halt zu öde. Also die Wired ist zu krass, die hier ist zu öde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Urban Decay Stone Palette denke, die ich ja tatsächlich auch habe und in Anwendung habe, die ist um Jahre, um Längen besser als die hier. Die hier ist einfach nur hübsch. Aber eine Palette, die einfach nur hübsch ist, will ich eigentlich nicht in meiner Sammlung haben, ne? Das ist so schwierig. Ja, und ich hab lange überlegt, ne? Wirklich lange. Ja, von den Tönen her ist die halt schön, aber alles, was ich damit schminke, sind neutrale Looks. Und neutrale Looks kann ich auch mit anderen Paletten schminken, ne? Oh, ist echt schade. Ist wirklich, wirklich schade. Ja, also, ja, weil die Umverpackung halt so mich catcht. Tja, ist wie es ist. Dann habe ich hier eine ganze Box mit Lippies, die ich aussortiert habe. Da werde ich jetzt aber nicht groß was zu sagen. Die habe ich aussortiert, weil die alle gekippt sind. Und das wird jetzt immer mehr werden, dass ich da auch jetzt nicht so, ne, dass ich habe ja auch schon mal ganz, ganz viele auf einen Rutsch aussortiert. Und das hier sind jetzt meine ganzen High-Ends, also nicht die ganzen. Ich bin noch lange nicht fertig, das auszuprobieren und zu gucken und so. Aber das sind die High-Ends schon. Also, ne, krass. Immer Farbe, Konsistenz, Geruch, das ist immer wichtig. Da müsst ihr immer gucken. Und wenn da irgendwas euch komisch vorkommt, dann weg. Also das sind immer so die Kriterien, ne? Ganz, ganz viele Lidschattenpaletten habe ich aussortiert, ja. Da habe ich einmal hier, also ganz, ganz viele auch vom Wert her. Das tut mir immer wieder in der Seele weh, muss ich wirklich sagen. Okay, also. Aber es ist mein Job. Mein Job ist es hier, die Produkte zu testen und euch was dazu zu sagen und so, ne? Und im Prinzip ja auch diesen riesengroßen Erfahrungsschatz anzuhäufen, dass wenn mich dann jemand eine spezifische Frage fragt, dass jemand mir eine spezifische Frage stellt, dass ich da auch eine entsprechende Antwort drauf geben kann. Das ist halt irgendwo, finde ich, auch mein Anspruch an mich selber, dass ich da halt drauf antworten kann, ne? Shiglam habe ich ja aussortiert. Das ist die Stay Fuego Mexico City Palette. Da haben die, glaube ich, versucht, Essence so ein bisschen nachzueifern, die ich an und für sich echt schön finde. Aber bevor ich zu der greife, greife ich zur Twicey Palette. Und deswegen, also da bin ich wirklich nicht so gecatcht von wie von so manch anderer Palette, die ich halt bei mir in der Sammlung habe, ne? Und diese grünen Looks und so, die ich damit auch wirklich schön schminken kann, kann ich genauso gut mit meiner Twicey-Palette schminken. Und die nehme ich immer so ein bisschen als Relation. Ich glaube, ich sollte meine Twicey-Palette demnächst mal swatchen, weil ich die halt wirklich sehr, sehr häufig für mich persönlich auch immer als Relation nehme, ne? Weil das so die Palette ist, die ich für mich selber mal zusammengestellt habe, wo ich alles drin habe, was ich halt richtig genial finde und wo ich halt tolle Looks mit schminken kann, jedenfalls aktuell, ne? Ja, Too Faced habe ich 4 von diesen Metallpaletten aussortiert. Müssten auch, glaube ich, meine kompletten Metallpaletten sein von Too Faced, ja, weil ich die einfach, weiß ich nicht. Ich finde die nicht mehr so gut. Ich finde die einfach nicht mehr so gut. Und das ist immer irgendwie der gleiche Bums. So, die Chocolate Gold ist die allererste Too Faced, die allererste High-End-Palette, die ich mir mal gegönnt habe. Das weiß ich noch. Das ist wirklich ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich mir die gekauft. Und ich war da so glücklich drüber. Deswegen tut es mir gerade so weh schon wieder. Aber aus nostalgischen Gründen eine Palette zu behalten, ist dumm, ne? Also ja, wir haben hier eine komplett neutrale Lidschattenpalette, bis auf das Grün und das Pink. Ansonsten, ja gut, vielleicht ein bisschen dieser Pflaumeton, ne? Ich versuche mir die ja immer wieder schön zu reden, aber irgendwie, nee, quatsche ich mir da irgendwie in eine Tasche rein, ne?
Das muss halt auch nicht sein. Das war ein Mega-Reim. Die Chocolate Bar habe ich aus der ersten Runde Trashy, glaube ich, rausgenommen. Habe ich verwendet, fand ich so öde, dass ich mir gedacht habe, nee, auch hier wieder total neutral, total langweilig, 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 einfach langweilig. Ich weiß nicht, ist man übersättigt irgendwann? Das ist möglich, ne? Wobei ich ja trotzdem immer wieder auch neue Paletten nehme und also kaufe und oder zugeschickt bekomme und verwende und euch die präsentiere und die auch gut finde, weil die Konsistenzen und die Qualitäten verbessern sich natürlich auch, ne? Ja. Pumpkin Spice von Too Faced. Die habe ich ein Jahr dann ja auch quasi, nur habe ich im Sale mal gekauft. Eigentlich auch eine schöne Palette, aber eigentlich auch total öde, ne? Es ist immer wieder der gleiche Simsam. Riecht einfach nur süß. Ja, und da natürlich kann man hier wunderschöne Sonnenaufgangslooks mit schminken oder Sonnenuntergangslooks. Das habe ich auch gemacht. Das ist total schön, ne? Aber die catcht mich nicht so. Es ist nie, dass ich einfach vor meiner Sammlung stehe und mir denke, ach komm, die Pumpkin Spice, da habe ich mal richtig Bock wieder drauf. Gar nicht. Habe ich nicht. Dann habe ich ja auch noch die Gingerbread Extra Spicy. Da hatten wir ja schon die kleine, die Spice, ne? Und die hat... Es sieht ungefähr genauso aus wie die Pumpkin, oder? Ja, es ist echt traurig eigentlich, weil die ist schon hübsch. Ich habe hier sogar noch die Folie auf dem Spiegel. Also die ist wirklich hübsch, aber wie gesagt, nur hübsch bringt einen nicht weiter. Nee, 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 nee. Da mache ich lieber jemanden glücklich, der die dann auch wirklich langfristig verwendet. Hier habe ich ein Riesenproblem. Die Glam Box? Nein. Glam Shop. Die Glam Shop Palette, genau. Diese hier ist das, ne? Die Remix Palette. Da habe ich meinen Full Face Glam Shop letztes Jahr geschminkt. Ich finde die aber nicht gut. Ich finde die Töne einfach viel zu krümelig. Ihr hattet mir dann auch geschrieben, Mensch, da musst du halt die Monos dir holen. Die sind viel, viel besser von der Qualität. Ich mag nicht so gerne Monos. Also wenn ich Monos verwende, müssen die halt eine ultra krasse, geile Qualität haben. Ja, und die hier hat mich wirklich enttäuscht. Und die habe ich euch geswatcht, die habe ich euch gezeigt und die krümelt wie Sau. Und ja, ne? Das ist schon schade. Da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. Und die war so schön bunt. Ei, auf jeden Fall von außen mochte ich die eigentlich gerne leiden. Ich meine, ich habe mich damals sowieso vertan mit Glam Shop und Glam Light. Ich glaube, da hatte ich einen kleinen Knoten in meinem Kopf. Die habe ich eigentlich mal geschenkt bekommen, aber ich kann nicht alles behalten, was ich geschenkt bekomme. Das ist ein großes Ding hier, aber ich hoffe, dass ihr das wisst, wenn ich dann auch ein Paket bekomme oder so, dass ich einfach, man kann ja nicht verlangen, dass ich alles behalte. Das ist die Too Faced Palette und zwar die Then and Now und ich hatte da so Bock drauf. Ich habe mich... Darauf habe ich leider keine Antwort. Nee, ich auch nicht. Ich habe mich da echt drüber gefreut, weil ich die selber eigentlich auch damals kaufen wollte, ne? Und war so enttäuscht, als ich die auch selber verwendet habe, weil die so nicht gut ist. Nicht gut. Also, ne, 1998 und 2018 sind hier die beiden Jahre und ich finde die einfach von der Qualität her nicht schön. Leider. Also, ich... Hab damit auch nur relativ neutral was geschminkt. Klar, Pixie Dust ist total schön, ne? Generell die Schimmertöne von hier unten, die sind total buttrig, die sind auch schön, aber die krümeln wie Sau. Die hier oben sind ein bisschen zu fest, finde ich. Die hier unten sind von der Struktur her natürlich auch ein bisschen krümeliger, einfach weil die ja auch die Formulierung geändert haben, ne? Und ja, hat mich nicht so geflasht. Nee, vielleicht finde ich da jemanden in der Trashy-Gruppe oder so, die sich darüber freut. Das muss man mal gucken. Das sind halt auch wirklich super unhandliche Paletten, ne? Ja, und noch eine Palette von Too Faced. Die habe ich, glaube ich, sogar mal Weihnachten von meinem Freund geschenkt gekriegt. Oder habe ich mir die selber gekauft? Das weiß ich gar nicht. Das tut dann wirklich weh. Aber ich habe meinen Freund... Ich bin ja als Mensch da. Ich habe mein Julius, mein Baby da und dann brauche ich nicht irgendwelche Produkte, um mich dann irgendwie an die Menschen zu erinnern oder halt an die Menschen zu binden. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wenn man dann mal ein Geschenk bekommen hat und das funktioniert nicht oder es ist kaputt oder es wird ausrangiert oder so, das hatte man ja natürlich auch schon in den letzten 17 Jahren safe.
das ist dann auch vollkommen in Ordnung, ne? Und da habe ich jetzt diese Lidschattenpalette. Ja, das ist aus 2018, genau, aus 2018 die Weihnachtskollektion gewesen. Habe ich mich darüber gefreut, ja. Habe ich lange überlegt, ob ich die aussortiere? Ja, offensichtlich, ne? Ich meine, wir haben 2023. 2022 habe ich die aussortiert. Das ist eine Eye and Face Palette. Ein Stern. Wirklich schön, ne? Ja, also hier auch Blush, Bronzer, Highlighter. Wunderschön. Aber ich habe Blush, Bronzer und Highlighter von Too Faced, die ich verwende. Vor allem, weil dieser Chestnuts Roasting auch tatsächlich relativ rötlich ist. Und ich habe auch noch andere Paletten, wo ich Blush, Bronzer und Highlighter drin habe. Die Fännchen triggern mich hart, weil das halt Dreiecke sind. Die Schimmertöne sind einfach super schlecht pigmentiert. Und da ich sie dann mit dem Finger auftragen muss, rühre ich da in so einem Dreieck rum. Ganz übel, kriegt man nicht gut hin. Klar, die Mattentöne sind, wie man sie halt von Too Faced kennt, die haben eine gute, schöne Qualität, lassen sich schön verblenden, wobei man da halt auch super viel und oft den gleichen Ton geführt drin hat. Also, weiß ich nicht, Kaschmir ist irgendwie der gleiche wie Cinnamon, aber auch der gleiche wie Chestnuts Roasting. Also, es gehört irgendwie alles zusammen. Und auch bei den Schimmertönen, also ich finde, diese drei haben jetzt nicht so die mega große Unterschiedsgeschichte. Ja, also mich hat die Palette leider nicht umgehauen. Nee. Jedenfalls nicht von den Farben her, aber von der Optik, die ist so schön, ne? Die stellt man sich eigentlich ins Regal, lässt die beleuchten und findet die großartig. Okay, dann habe ich hier von Veet Pure die Kaltwachsstreifen aussortiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach sowas total ätzend finde. Also, wenn ich sowas verwende, bleiben immer noch Härchen stehen und ich muss gefühlt eine ganze Packung für ein Bein verwenden. Also ich bin jetzt kein Bär, Leute, ne? Aber weil da immer kleine Härchen stehen bleiben und dann geht man da fünfmal drüber und dann ist dieser Streifen schon wieder uppe und dann machst du den nächsten und kriegst die Pimpanellen. Also mit dem Epilierer, der natürlich mehr wehtut, kriegst du aber mehr gebacken. Aber letztendlich ist Rasieren dann doch irgendwie die beste Geschichte. Ne? Ich werde es auf jeden Fall aussortiert, weil ich werde es nicht mehr verwenden und ich werde auch keine Kaltwachsstreifen mehr behalten, wenn die irgendwo drin sind. Dann habe ich hier diverse Nagellacke aussortiert, weil immer wieder der gleiche Bums, Leute, da wisst ihr, weil ich sehr wahrscheinlich die Farbe quasi doppelt habe oder mir einfach die Haltbarkeit nicht gefallen hat. Ich dachte, das ist eigentlich hübsch, aber super unpraktisch. Vinolack, Pinot Noir, es ist so ein roter Lack, eigentlich auch ein ganz schönes Tönchen, war mal in der Trend Raider Trendbox drin von Sally Hansen, Color Therapy, 370 Unwind, das ist so ein, ja auch Weinrot halt, ne, etwas helleres Weinrot. Dann von Sally Hansen, den habe ich glaube ich sogar gerade drauf, ja. Complete Salon Manicure, das ist Crown Jewels, also quasi, sieht man hier auf dem Weißen, habe ich den drüber lackiert, ne? Das ist einfach Kronjuwelen, ein Goldglitzer, aber da habe ich einen von Im Asam, den ich besser finde. Dann Essie in Blanc habe ich aussortiert, weil ich jetzt einen von Trombock habe, der einfach viel besser hält, also ne, den ich jetzt hier auch auf dem Mittelfinger trage. Ich finde, dass dieses Blanc von Essie einfach super streifig ist und es sehr, sehr viele Schichten braucht. Vier tatsächlich bei mir, bis ich den deckend habe, bis ich den gleichmäßig habe. Und der Trombork, den habe ich in zwei Schichten drauf, ne? Der ist natürlich auch deutlich teurer, war jetzt im Adventskalender drin. Ich habe mich sehr darüber gefreut, den zu haben. Dann habe ich aus einer Limited Edition von Catrice diesen Daisy, Mini and Daisy Nail Lacquer in der Farbe C06 Hot Temper aussortiert. Das ist halt so ein Weinrot. Und ich habe jetzt andere Weinrots, die, oder Weinrot, Schrägstrich, das ist eher so ein Aubergine, also sehr dunkel lila Ton. Ne? Ich weiß gar nicht, habe ich gerade einen drauf? Nee. Aber ich habe trotzdem einen sehr ähnlichen, ich glaube, von. Wie heißt du denn? Opi. Opi Eye. Genau. Dann habe ich hier so einen schier weißen Lack Allure von Essie. Den sortiere ich auch aus, weil ich habe bunt. Ne? Ich mache mir keine French Nails oder so. Das ist ein Topper, der eigentlich ganz nice ist, aber ich habe jetzt andere. Aber gerade nicht drauf, okay. Genau, von Essence habe ich jetzt nämlich einen. Den kriegst du genauso schlecht ab wie den hier. Das ist jetzt einer von... Von wo bist du überhaupt? Von Cien, genau. Den kriegst du halt einfach... ja, also...
den von Essence kriegst du noch schlechter ab als diesen hier, weil der von Essence ist halt auch mit anderen verschiedenen Größen von Pigmenten hier drin oder von Glitzerpigmenten. Aber ich finde den dafür irgendwie cooler. Und den kann ich halt auch auf allen möglichen anderen Farben drauf toppen, weil der hier hat noch als Base so ein bisschen was Lavendelmäßiges, den könnte ich jetzt zum Beispiel super auf meinen Daumen machen, aber ich könnte ihn nicht so gut auf das Weiß machen, weil das Weiß dann weg wäre zum Beispiel. Ne? Und so denke ich zum Beispiel, wenn ich meine Nagellacke sortiere und ich habe halt den Anspruch, dass ich nur dieses Regal haben möchte und wenn es voll ist, ist es voll, dann muss ich halt wieder aussortieren. Dann habe ich aussortiert ein Schwämmchen. Ich weiß nicht, das ist aber nicht der originale Beauty Blender, es ist irgendein anderer, der ist mir einfach zu hart. Ich weiß nicht, ob das immer schon so hart war oder ob der jetzt so hart geworden ist. Keine Ahnung. Kommt auf jeden Fall weg und wird jetzt quasi dann auch aussortiert. Dann habe ich hier von Laneige die Sleeping Care Lip Sleeping Mask Chocolate. Geiles Produkt. Macht wundervolle Lippen. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Da war auch so ein kleiner Spatel mit dabei, den ich sehr schnell verloren gekriegt habe. Habe ich mir dann einfach mit einem Q-Tip hier rausgenommen. Und das Problem ist, also erstmal unheimlich geil. Riecht nach Schokolade, schmeckt nach Schokolade. Sieht aber auch nach Schokolade aus, wenn du es auf den Lippen hast. Heißt, ich sehe so aus, als wäre ich quasi Julius in ein paar Jährchen, wenn er das erste Mal Schokolade isst. Alles voll. Das ist nicht cool. Also das ist halt gefärbt. Und was soll das? Also wenn ich eine Lippenmaske habe, dann schmiere ich mir die ja nicht nur gezielt auf die Lippen, sondern komplett so, ne, auch drumherum. Dann kannst du damit nicht machen. Und nicht nur, dass ich dann aussehe, als hätte ich gerade, also dass ich so aussehe, als hätte ich dann Schokolade mit meinem ganzen Gesicht gegessen, sondern auch mein Kissen. Und das ist etwas uncool. Dann habe ich hier von Clorin SOS Lashes Serum Mascara. Wo hatte ich die denn mit drin? Keine Ahnung, wahrscheinlich Adventskalender. Karamell 3 ml oder in der Box, ich weiß es nicht. Es ist quasi ein Mascara-Primer. Ja, nee. Problem ist, da sind Öle drin. Und was machen Öle? Lösen die Mascara. Und das sieht ganz übel aus, weil die natürlich sauschnell verschmiert, ne? Nein. Einfach ein Nein-Produkt. Dann habe ich von Revolution Bright Light Highlighter. Das ist quasi ein Dupe zu dem von Charlotte Tilbury. Kann man machen. Glitzert aber schon sehr. Ne? Das ist Strobe Champagne, habe ich hier als Farbe. Eigentlich ein schöner Ton, aber ich finde, bei mir sieht er sehr, sehr, sehr fleckig und glitzerig aus. Mag ich persönlich nicht so gerne leiden. Ist halt auch mit einem Schwämmchen. Deswegen kann ich den so leider nicht groß weitergeben. Und der lässt sich auch nicht mehr schließen. Der kommt im Müll. Der kommt im Müll, das heißt Müll. Dann habe ich etwas Ultra Sun After Sun Tan Booster Gradual Tan. Leute, ich bin manchmal so ein Horst, wirklich, denn ich kann nicht lesen. Das habe ich ja schon oft genug bewiesen. Offensichtlich kann ich Bücher schreiben, aber nicht lesen, denn es ist ein After Sun Gel, da sollte man dann weiterlesen, mit Selbstbräuner für sensible Haut, mit kühlenden Inhaltsstoffen, mit Selbstbräuner. Ich habe mich gewundert, warum meine Hände so braun wurden und warum meine Beine so fleckig aussahen. Ne? Und der hat gestunken wie sonst was. Also der kommt auch direkt in den Müll. Nee, kann ich nicht empfehlen. Das hier ist das Witzprodukt überhaupt von Benecos. Sanfter, natürlicher Nagellackentferner. Dieser Nagellackentferner versucht mit Luft und Liebe deinen Nagellack zu entfernen, denn hier ist ungefähr nichts drin, was deinen Nagellack entfernt. Ich habe geschrubbt wie eine wilde, Leute. Ich habe meinen Nagellack nicht abbekommen. Du hast hier Alkohol mit drin, Glycerin, Ethyllaktate und so weiter. Aber irgendwie, das macht nicht mein Nagellack ab. Hier, mit süßem Bio-Orangenschalenöl und Bio-Lavendelöl für schöne Nägel, acetonfrei und vegan. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Macht aber auch nichts. Macht wirklich gar nichts. Das hat mich so aufgeregt. Wirklich. Oh, Bellybutton. Ja, ich habe euch auch in mehreren Videos immer wieder gesagt, dass ich super viele Körperöle verwendet habe gegen Streifen. Und im Prinzip war es egal, welches Öl ich verwendet habe. Die haben alle meine Haut geschmeidig gemacht. Die haben verhindert, dass ich an meinem Bauch Schwangerschaftsstreifen bekommen habe während der Schwangerschaft. Das, was ich jetzt bekommen habe, ist an meinen Whoopies so ein bisschen Streifen. Das ist aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Und die sind auch teilweise echt von jetzt auf gleich explodiert. Also dementsprechend war das vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar.
Ja, dieses hier von Bellybutton, Mama Streifenlos Körperöl, hat leider gemacht, dass ich super krass viele Pickel auf dem Bauch gekriegt habe. Und ab dem Moment, wo ich das nicht mehr verwendet habe, haben die Pickel aufgehört. Dann habe ich das ein bisschen später wieder verwendet, da war ich nicht mehr schwanger. Da kamen die Pickel auch schon wieder. Also ich kann das nicht empfehlen, wirklich nicht. Falls ihr sensible Haut habt, so wie ich, ne, dann macht das nicht so Sinn, weil das scheinbar so hart unterwegs ist, dass das einfach, keine Ahnung, Pickel fördert. Ja, fand ich unangenehm. Also so rötliche Stippenpickel halt, ne? Nicht so Eiterpickel. Dann habe ich hier von Nivea Sun UV-Gesicht getönter Sonnenschutz. Also da siehst du gar nichts von. Wirklich gar nichts auf dem Gesicht. Und dann verwende ich einfach lieber von Dalton meine Gesichtsgeschichte. Meine Gesichtsgeschichte läuft. Mein Lichtschutzfaktor fürs Gesicht. Ne? Der hat auch einen Lichtschutzfaktor von 50. Und funktioniert einfach auch deutlich besser. Der hier lässt mich sehr komisch aussehen, weil partiell habe ich dann vielleicht mal ein ganz kleines bisschen getönte Geschichte. Aber nicht komplett. Also das sieht so merkwürdig aus, würde ich nicht empfehlen. Und genau, was ich dann als getönte Alternative nehme, ist von Yepoda mein The SPF BFF. Genau, der hat zwar nur einen Lichtschutzfaktor von 30 dann, aber ist trotzdem dann eine getönte Geschichte. Ich habe noch nie versucht, und das sollte ich vielleicht mal machen, den von Dalton zusammen mit dem von Yepoda zu verwenden. Mal gucken. Aber eigentlich will man ja ein Produkt haben, ne? Ja, ist auf jeden Fall nicht mein Produkt. Dann habe ich hier von Lilly eine C-Vitamin Mask verwendet. Oh mein Gott. Ja, ich habe es wirklich gewollt. Ich habe es wirklich gewollt. Das ist wirklich Algenpulver wohl. Und das musst du dir anrühren. Und nee, mein Waschbecken sah aus wie Sau. Ich sah aus wie Sau. Das war nicht cool. Das hat gekrümelt, wenn es getrocknet ist. Und es hat einfach nicht viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich habe ein Drittel davon bestimmt aufgebraucht. Ja, also ich finde es nicht cool. Hat mir nicht gefallen und ich fand den Duft halt auch richtig krass. Ne? Also das war übel. Dann habe ich jetzt noch ein paar Highlighter. Make-up Obsession, der ist eigentlich ganz gut, aber der ist halt so intensiv. Ne? Ja, das ist Highlight H112 Lightning. Ja, der war mir einfach zu intensiv, zu kühl, zu stark. Der von Unicorn Cosmetics, den habe ich gerade drauf. Genau. Glow Tink Lit Up. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht unbedingt viel, ne? Und das ist ein Holo-Highlighter. Wenn ich den jetzt aufbauen würde, dann hätte ich jetzt wirklich ein Einhorn im Gesicht. Also quasi wirklich, ach, dieses rosa, bläulich schimmernde Gedönsen, ne? Und ja, auch das halt eher so ein Verpackungsopferprodukt. Deswegen wird der mich jetzt auch verlassen. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Also auch dieses, man sieht es halt nicht wirklich. Wirklich nicht. Ist jetzt nicht glitzerig, es ist nicht, aber es ist nicht meins. Dann habe ich hier die Juvia's Place The Herine Glow One by Juvia's aussortiert Baked Highlighter, weil der einfach zu dunkel ist. Das sieht man, ne? Das ist einfach zu dunkel. Und so ein kleines Produkt in so einer riesen Verpackung. Warum? Ne? Das nimmt einfach so viel Platz weg. Unglaublich. Und das letzte, was ich hier habe, sieht auch wieder unheimlich schön aus, aber da haben wir eine ähnliche Geschichte wie von Juvia's Place, der Highlighter, von der Verpackung her. Alter, ist das ein Klopper, oder? Eine wunderschöne Verpackung. Andere sagen, es ist kitschig, was ein Herzchen da drauf, was hübsch ist. Diamond Light Eyeshadow Palette. Da triggert mich natürlich hart, wie die Fännchen aufgebaut sind, nämlich teilweise diese Hexagons, teilweise diese ja, Rechtecke. Ne? Auch hier wieder der gleiche Umsfallera. Du hast hier wirklich sehr, sehr, sehr langweilige Töne drin. Nichts, was einen irgendwie umhaut. Eine schöne Alltagspalette. Ne? Du hast hier so ganz normale Setting-Töne. Hier Crease-Töne. Ein bisschen Schimmer zum Toppen läuft. Aber ich finde, dass die Schimmertöne hier, also die normalen Schimmertöne, sind hier einfach zu leicht gepresst drin. Dann habe ich hier das Diamond Life, das ist so ein richtiger Topperton, wo du einen Glitterglue zu brauchst, definitiv. Ne? Also das ist, es ist nicht meine Art von Lidschattenpalette. Wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Ich habe die auch, glaube ich, mal für Ume mit dabei gehabt, als ich bei Look Fantastic was gekauft habe. Deswegen tut das jetzt nicht so weh, wie bei anderen Paletten, die ich jetzt aussortiert habe.
Sage Lütken, oder? Also ich finde, das ist ganz schön viel. Aber es musste sein. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe ja noch Bronzer. Da wollte sie schon das Video beenden. Justa, White Savannah Bronzer, den hatte ich mal in einem... ja, da wollte ich schon sagen, es ist ganz schön viel gewesen, hat noch mehr. Genau, der war mal in einem Adventskalender drin von Justa. Habe ich heute auch drauf. Jetzt, wenn die Lichter so an sind, finde ich den gar nicht so verkehrt. Aber als ich den aufgetragen habe im Tageslicht, sah der so furchtbar aus. Das heißt, diese Lichter machen sehr viel, sehr schön. Aber das Tageslicht macht sehr viel, sehr realistisch. Ne? Nee, der geht weiter. Und man sieht es auch eigentlich, wenn man das Fännchen sich so anguckt. Ne? Es ist doch schon sehr ockermäßig unterwegs. Ne? Nein, 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 Claudia, das muss nicht sein. Genauso geht es mir hier mit dem MUA Makeup Academy Sunkissed Bronze. Auch da sieht man natürlich von der Farbe her, dass es kein Bronzer ist, der für mich gemacht ist. Ne? Auch sehr weich hier drin, das heißt, du kriegst super viel Pigment auf dem Pinsel und hast es auch direkt im Gesicht. Oh, da habe ich geblendet wie eine Wildsau, als ich versucht habe, den zu verblenden. Den MUA Bronzed Shimmer Bronzing Powder Bronzer in Solar Shimmer Nummer 100. Der ist mir einfach zu schimmernd. Ich bin kein Fan von Shimmer Bronzern. Ich weiß gar nicht, ich hatte mal so eine Phase, da fand ich das ganz fein, aber mittlerweile... muss das auch nicht mehr sein. Dann habe ich hier von Morphe als letztes Produkt jetzt auch wirklich diesen Bronzer, der eigentlich gut ist, aber es ist Morphe. Und ich möchte Morphe nicht weiter unterstützen. Glamour Bronze ist das hier. Originator. Ja, also eigentlich ein schöner Bronzer. Auch eigentlich nur geswatcht, ne? Aber eigentlich ist das eine blöde Marke. Ja. Ich möchte ja keine Marken oder Personen bashen in diesem Video oder generell in diesen Videos, wo ich aussortiere, aber Morphe ist keine Marke, die ich noch unterstützen möchte, einfach weil die sich in der Vergangenheit zu viele Skandale angezogen haben. Kann man bei anderen Marken auch noch genauso sehen, aber Morphe ist halt wirklich eine sehr, sehr umstrittene Marke und deswegen, nö. Nö, geht die auch weg. Die Bronzer, genau, die Bronzer-Geschichte. Jetzt ist es aber hier durch und ich, fühle mich erleichtert einerseits, andererseits denke ich mir, Helena Claudinchen, das sind immer ganz schöne Werte, die ich hier weghaue, aber trotzdem, sie kommen ja immer wieder in ein liebevolles Zuhause und da werden Leute mit glücklich gemacht, also alles tutti kafrutti. So, ihr Lieben, das war es jetzt hier gewesen und denkt auf jeden Fall dran, auch bei eurer Sammlung immer mal wieder durchzuschauen, ob die Produkte noch gut sind, ob sie euch gefallen oder ob sie einfach nur in der Schublade rumliegen. Und vielleicht könnt ihr da jemanden auch mit glücklich machen, entweder indem ihr ein Trash-Paket startet und dort halt das dann weiter wandern lässt oder bei eBay Kleinanzeigen vielleicht für einen kleinen Taler zu verkaufen oder aber zu verschenken reinsetzen, da macht ihr garantiert noch jemanden mit glücklich. So, und das sollte jetzt keine Werbung für eBay Kleinanzeigen sein. Das war's. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht und Flop-Videos, die jetzt ganz neu dieses Jahr starten werden. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!